Deswegen, Jungs, Sparring immer im Kindergarten machen. In diesem Video geht es nicht um meine Haare. Ich weiß, die sehen Katastrophe aus. Aber in diesem Video geht es darum, dass ich eine Aktivität für eine sehr lange Zeit verheimlicht habe. Und zwar auch vor meinen Eltern. Und dafür entschuldige ich mich erstmal. Aber ich meine, ich habe so niemanden damit verletzt. Deswegen ist es eigentlich auch okay. Und zwar habe ich Kampfsport gemacht für eine sehr lange Zeit. Und ich habe mit Kampfsport angefangen, als ich nach Halle gewechselt bin. Also umgezogen bin, um dort zu studieren. Aber jetzt komme ich wieder zurück nach Berlin. Weil Jungs, ja, ich weiß nicht, Berlin ist unverbesserlich, sage ich einfach so. Ich habe Boxen und Muay Thai gemacht, beziehungsweise K1 Kickboxen. Und ich möchte euch jetzt keine Kampftechnik beibringen oder irgendein Mike Tyson Move oder irgendwie sowas in der Art. Darauf habe ich ehrlich gar keinen Bock und ich bin auch der Meinung, dass, ja nee, bringt nichts. Ich möchte euch eine Denkweise mitbringen, die mir gezeigt hat, mein Ego wirklich ein bisschen zu droppen. Denn ich bin in dieses Gym reingegangen mit so einem Ego, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich dachte, ich komme von Straße, schau dir jetzt dumm und dämlich. Ich wurde nach dem ersten Training krank. Ich wurde krank, weil ich wurde von einem Kind verhauen. Jungs, ihr lacht, aber ich bin das binnert ernst. Ich wurde erstens von dem Kind verhauen und dann noch von dem Trainer. Ja, der war nicht lustig, wirklich. War wirklich nicht lustig. Und direkt schon bei der ersten Session wusste ich, dass nicht jeder No-Skin ein Noob ist. Was ich damit meine ist, Und diese Metapher kann man eigentlich auf viele Bereiche im Leben anwenden. Eine Person muss sich so aussehen, als würde sie kämpfen, um kämpfen zu können. Leider denken wir aber so, weil das Erste, was sie sehen, und ich habe auch darüber schon in meinem Präsenzvideo gesprochen, das Erste, was sie sehen, ist das Äußerliche, also die Äußerlichkeit. Und ich habe gesehen, die Person vor mir ist ein Kind. Also, ich sag jetzt mal Kind, aber die, also war, hat weniger gewogen und war kleiner als ich. Und ich habe trotzdem Schläge kassiert. Aber ich habe auch, und jetzt ein bisschen Props an mich selbst, ich habe Leute gehauen, die waren größer als ich und die haben schwerer als mich gewogen. So. Auch wenn sie Beginner waren, aber ey, ich habe jemanden gehauen, der war breiter als ich. So. Ist ja schon nett. Jungs, ich versuche einfach zu vertuschen, dass ich von einem Kind geschlagen wurde. Aber das Ding ist, dieses Mindset haben wir durchgehend. Wir kritisieren Leute anhand deren Aussehen, weil wir die Person einfach nicht kennen. Wenn ich jetzt eine Person sehe und sie hat zum Beispiel krasse Kleidung an, so Unternehmen, also so Unternehmerkleidung, so ein Smoking und dann noch so ein Koffer, denkt man direkt, boah, Digga, der Typ hat Macht oder der Typ hat Geld. Der hat sich irgendwas aufgebaut, Business und so weiter und so fort. Deswegen sagt man meistens auch, Kleidung machen Leute. Ich bin aber der Meinung, dass man kann das nicht beeinflussen, weil das ist unterbewusst. Wenn ich einen breiten Typ sehe, weiß ich, der Typ hat dafür gehustelt oder für die Spritzen bezahlt, um so auszusehen. Aber der Typ musste halt irgendwie etwas machen, um so auszusehen. Aber diese Arbeit dahinter sehen wir gar nicht. Und das ist das Wichtige und das ist das, was ich wirklich klarstellen möchte. Keine Person sollte denken, sie sei besser als eine andere Person, nur weil sie anders aussieht. Das ist komplett falsch. Das ist komplett falsch und so baut sich eigentlich dein Ego auf. Du denkst direkt, du bist besser als eine andere Person, ohne die Person wirklich zu kennen. So, ich könnte jetzt irgendeinen random Typ auf der Straße angucken und sagen, ja, schau den dumm und dämlich. Obwohl ich weiß, dass das nicht wirklich der Fall ist, weil ich von Leuten gehauen wurde, die noch schlimmer aussahen als er. Schlimmer in dem Fall, dass die kleiner waren, beziehungsweise weniger gewogen haben. Das ist jetzt nicht so, dass ich Leute überschätze. Denn, wie gesagt, ich habe auch Leute gehauen, die sehen krass aus als ich. Aber ich unterschätze Leute nicht. Also ich sehe jeden Menschen da draußen auf meiner Augenhöhe. Egal, wie groß er ist, egal, wie viel er wiegt, ist mir egal, aus welchem Land. Außer er ist aus Thailand, dann zittern meine Beine schon ein bisschen so. Aber ich kann allein von diesen Aspekten nicht sagen, ob diese Person besser ist als ich. Beziehungsweise, was ist überhaupt besser? Das ist jetzt eine Sache, die kann jeder für sich subjektiv beantworten. Im Internet wird oft gesagt, dass man dieses Mindset haben soll, dass man besser ist als andere. Und es gibt Persönlichkeiten, die das, also für die diese Aussage wirklich stehen. Zum Beispiel, ich möchte ganz ehrlich sagen, es gibt Sachen, ich feiere die und es gibt Sachen, ich feiere die nicht. Und eine Person, bei der ich nicht weiß, wie ich zu der stehe, ist einfach Andrew Tate, sage ich euch komplett ehrlich. Ist jetzt nicht so, dass ich feiere oder nicht feiere. Es gibt halt Sachen, die er sagt, die einfach stimmen und es gibt Sachen, die er sagt, die nicht stimmen. Und eine der Sachen, die er leider vermittelt, von der ich nicht weiß, ob er die wirklich vermitteln möchte, ist, dass man denken muss, dass man besser ist als andere, um besser zu sein. Und das ist das ist keine gute Denkweise, weil du dadurch ein sehr großes Ego aufbaust. Du denkst, du wärst über Leute. Und das Ding ist, du fängst dann an, auf Leute herabzuschauen. Aber Digga, das Wort Selbstbewusstsein sagt ja selbst. Ja, nee, wenn du dich auf Leute fokussierst, wo bleibt denn selbst? Ich wurde von einem Kind verhauen, um zu checken, dass nicht jeder Noob ein No-Skin ist. Aber ich sag euch komplett ehrlich, ich habe die Schläge für dich einkassiert, so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen vertrau mir, wenn ich dir sage, bewerte niemanden anhand seiner Äußerlichkeiten. Egal wie Katastrophe die Person aussieht, in deinen Augen jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, was Katastrophe bedeutet, so, sonst ich werde gecancelt oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe bei dem Kampfsport nicht nur bemerkt, dass nicht jeder No-Skin ein Noob ist, dass es Leute gibt, die kämpfen können, die aber nicht so aussehen, als würden die kämpfen können.
Aber es gibt auch Leute, die Noobs sind, aber keine No-Skins sind. Das heißt, es gibt Leute, die aussehen, als würden die kämpfen können. Aber Digga, sag euch so, wie es ist. Soweit ich die Beinarbeit gesehen habe, Katastrophe. Und die lagen auch direkt am Boden. Sag euch so, wie es ist. Also ich habe euch erzählt, dass ich einen Typen gehauen habe, der war viel schwerer als ich. Und der hat auch mehr gewogen als ich. Ich habe mich gefühlt wie, kennt ihr das, wo Simba, dieser eine Affe so Simba hochhält? Ich schwöre, ich habe mir so gefühlt. Ich schwöre. Da muss ich aber ehrlich sagen so. Aber ich glaube, ja, ich wurde vor einem Kind gehauen, also bitte Jungs, gönnt mir einfach diese Props jetzt auf jeden Fall. Also wir lernen aus diesen beiden Denkweisen einfach nur, dass es falsch ist, Leute anhand seiner, also deren Äußerlichkeiten zu bewerten. Also ob ein Junge aussieht wie ein Noob oder nicht, oder ob der Junge wirklich ein No-Skin ist oder nicht, der, du kriegst Schläge oder du kriegst keine Schläge. So, das ist die Sache, die wir hier klären möchten. Und es geht nicht darum, es geht natürlich nicht um die Schläge, es geht um die Metapher. Du weißt nie, ob eine Person etwas richtig kann, nur anhand seines Aussehens. Ja, okay, ich halt meine Fresse. Zeit, die du investierst, keine verschwendete Zeit.